Jo, ihr Schlingel, wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder bei mir die frohe Postern-Aktion. Zu jeder Bestellung ein handsigniertes, limitiertes Poster. Einmal dieses wunderschöne Poster, wie ich vom Lambo bin. Einmal Onkel Monty im Zockerzimmer. Dann dieses wunderschöne, vielleicht ein bisschen zu sexy-mäßige Bild von mir, oberkörperfrei. Dann haben wir hier einmal noch den Teddybär mit dem Get On My Level Logo und Onkel Monty im Ankleidezimmer. Die ganze Aktion startet ab jetzt. Zu jeder Bestellung ein handsigniertes Poster und ab einem Bestellwert von 65 Euro gibt es auch wieder gratis was obendrauf. Ihr habt die Auswahl zwischen der Lass ihn baumeln Boxershorts oder das Feuerzeug. Sag mal, ja, das sind die Gratisartikel ab einem Bestellwert von 65 Euro. Ihr könnt es euch aussuchen, was ihr haben wollt. Gehsteht für Gönn, gerne auschecken auf montanablack.de. Ich wünsche euch schöne Ostern, lasst euch gut gehen. Viel Gesundheit für euch und eure Familie. Kuss, danke für den Support. Ich hab mich dann gezwungen, auf ihn zu zielen und ein Foto gemacht. Jetzt sieht so aus, als ob ich ihn umgebracht habe. Du musst das Beste. Ich will 10 nette Friseusen. Wir brauchen Hilfe. Ja, genau. Ich hab Stuhlgang gehabt in meiner Hose. Herr Scharf, haben Sie mit Banks geredet? Was? Haben Sie schon mit Banks geredet? Nee, wieso? Ihre ich rufe Frau, Verlobte, möchte sich auf eine waghalsige Mission begeben. Das war Spaß, auf meinen, ne? Schwanz oder was? Ich glaube, das wird nicht ganz so gefährlich wie das, was sie wirklich will. Hm. Sie will für uns spionieren. Ist doch gut. Soll sie machen. Wollen Sie das? Wir bekommen noch Corona, wissen, ne? Alles gut, mach. Breitenberg. Ich wollte da nichts entscheiden ohne sie. Ich wusste nicht, wie sie reagieren werden. Nee, alles gut. Frauen gibt's wie Sand am Meer. Eine Familie hat man nur einmal. Ja, Herr Bitcoin, ich würde da kurz das mit dem Training ansprechen, wie ich das vorhabe, wenn ich darf. Mach das. Alles klar, Moment. So, folgendes. Ich bin jetzt wieder eine Woche da. Ich habe mir das jetzt in der Zeit angeschaut, was bei uns funktioniert, was bei uns nicht funktioniert. Hab das Ganze analysiert und hätte jetzt gewisse Vorschläge bzw. Sachen, die ich umsetzen will. Und das werden wir auch jetzt so machen. So, wir werden jetzt tägliche Aufstellungen machen um fixe Uhrzeiten. Für mich wäre am besten 19 Uhr. Was sagt ihr? Fixe Aufstellung, dass wir sagen, okay, passt, um 19 Uhr ist eine Aufstellung, da kommen alle Familienmitglieder zusammen und dann reden wir über alles, was über den ganzen Tag passiert ist. Nicht, dass wir spontan sagen, wann die Aufstellung ist, sondern 19 Uhr. Dadurch steigern wir die Aktivität und sehen, wer auch aktiv ist. Für wen ist das ein Problem? Morgen 19 Uhr Krise. Ja, allgemein, Mittwochs, aber sonst. Uhrzeit. Ich tue mal. Uhrzeiten, also wie wäre es für euch am 20 Uhr, 20.30 Uhr? Wäre das für euch gut? Mach 20 Uhr. Mach 20 Uhr. Oder mach 20 Uhr. Okay, passt. 20 Uhr. Dann machen wir 20 Uhr. So, weil nächste Sache. Wir noch Überblick haben. Ja, genau. So ist gut. Nächste Sache ist Wochenende-Training. Was ist damit gemeint? Disziplin, Startkenntnisse, Mauer und Notfallcalls. Notfallcalls. Wenn ihr eingepackt werdet, ich habe das schon öfter mitbekommen, werdet ihr panisch oder bekommt Angst. Wir werden euch aber so zeigen, wie das funktioniert, ne? Wir sagen, okay, passt, jetzt ist ein Notfall, dann funkst du nicht durch. Hey Jungs, ich werde gerade eingepackt, hier, sondern ihr funkt einfach den Ort durch und das letzte Auto. Solche Sachen werde ich damit durch. Jungs, holt mal eure Zettel raus, schreibt euch das mal auf. Was ist denn los, ey? Ja, alles gut. Ja, nee. Ich schicke das holen alles mal euer Notizblock raus, Mann, ey. Notepad. Block raus. Sehr gut. Danke, Olaf. Nächste Sache ist, nach der Wende möchte ich immer eine Kolonne stehen haben für folgenden Autos. Nach der Wende immer eine Kolonne aufstellen. 6 Autos, X6, 2 BF und einmal ein Helikopter. Die möchte ich immer draußen haben. Warum X6? X6 können wir Offroad fahren ohne Probleme und werden wir jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich im Streetfight öfter benutzen, okay? Olaf, ja. Warte, so, okay, passt, Jungs. Olaf, hör mir zu, das ist jetzt echt wichtig. 6X. Hör zu, du darfst das erstmal nicht Bitcoin erzählen, weil der ist nicht objektiv. Ich brauche deine objektive Meinung, okay? Okay, erzähl. Sinaloa, die Wichser, die haben mich und Hort mitgenommen. Und dann haben die irgendwie rausgefunden, dass Hort scheinbar ein Zivikopf ist, ein Spitzel. Und dann haben sie zu ihm gesagt, er soll beweisen, dass er keiner ist und mit einer Machete mich umbringen. Und dann hat Hort geschrien, für Frodo, und ist in die Masse rein. Und dann haben die ihn umgebracht. Und die Wichser haben mich dann gezwungen, auf ihn zu zielen und ein Foto gemacht. Jetzt sieht so aus, als ob ich ihn umgebracht habe. Und jetzt will ich eigentlich Mr. Bitcoin fragen, aber ich habe Angst, dass der das dann auch gegen mich verwendet. Und ich weiß, dass du mich nicht ficken willst. Soll ich zur Polizei gehen oder was soll ich machen? Opa, hast du gekokst? Nein, ich hab nicht gekokst. Die haben ein Foto von mir, wie es
aussieht, als ob ich Hort erschossen habe. Was mache ich denn jetzt? Das kann mich mein Auto auskosten. Und wenn ich das Mr. Bitcoin erzähle, habe ich Angst, dass er nicht ehrlich zu mir ist und sich auch das Foto holt, das er mich in der Hand hat. Und ich weiß, dass du nicht willst, dass ich mein Auto ausverliere. Darum frage ich dich. Bitcoin, was soll ich jetzt machen, auch, Scheiße? Bitcoin möchte auch nicht, dass du ein Auto ausverlierst. Ja, sage ich ja nicht. Aber dem traue ich noch nicht so ganz. Darum rufe ich dich an. Soll ich mit dem Bullen reden und denen das erzählen oder soll ich das nicht machen? Ist Herr Hort im Krankenhaus aufgewacht? Ja. Und du bist dir sicher, dass... Und du bist dir sicher, dass du nicht gekokst hast? Scheiße, natürlich habe ich gekokst, wie jeden Tag, aber ich bin doch nicht dumm, ich weiß doch, was ich erlebt habe. Und Sinaloa möchte dich damit jetzt erpressen? Ja, natürlich, warum soll die denn sonst so ein Foto machen? Was erpressen sie denn von dir? Ja, keine Ahnung, das werde ich dann merken. Aber die haben auf jeden Fall ein Druckmittel jetzt gegen mich. Also, wir sind ja gut mit Sinaloa, meines Wissensstands. Und da wir mit dir in Zukunft arbeiten wollen und es von unserem Interesse ist, dass es dir gut geht und dass du dein Autohaus behältst, könnte man mit dem Sinaloa auch das Gespräch suchen und sie auffordern, das Bild zu löschen. Dazu müsste ich aber Mr. Bitcoin hinzuziehen. Und können wir dann da cool mit Kolonne hinfahren und ich steig voll breit aus und mache harten Macker? Nee, du machst gar nichts, du hast gekokst. Und kann ich hinter dir stehen und mich in deinem Ruhm sonnen? Ich pack dich in den Kofferraum, damit du ein bisschen was hören kannst. Ja, okay. Ich vertrau mir bitte, ich werde das jetzt mit Bitcoin besprechen und es wird in keinster Art und Weise gegen dich negativ ausgelegt. Sag Walla Bilo? Walla Bila. Ich melde mich gleich. Okay. Bitcoin, komm mal bitte gleich rein, ist wichtig. Zähl mal. Ich habe gerade einen Anruf von Lupa bekommen. Lupa, war? Ja. Was sagt er? Wie gut stehen wir mit dem Sinaloa-Kartell? Neutral. Naja, die etwas mehr, die stehen zu uns. Er hat mich gerade angerufen und hat gesagt, dass das Sinaloa-Kartell ihn und Herr Hort, eingepackt haben irgendwie, weil sie herausbekommen haben, dass Mast wohl ein Zivilpolizist ist. Naja, die Pointe der Geschichte ist, die haben jetzt ein Bild, wo es so aussieht, dass Lupa Herr Hort tötet und sie wollen das gegen ihn verwenden. Und er könnte dadurch sein Autohaus verlieren, anscheinend. Ja, das stimmt. In eine illegale Machenschaften verwickelt. Wird sie. Und er hat nach Hilfe gefragt. Ja, dann geben wir ihm die Hilfe. Die Frage ist, fahren wir zum Sinaloa-Kartell und sagen denen, dass Lupa unseren Interessen entspricht und wenn wir ihn nicht mehr haben, unsere Interessen nicht erfüllt werden können und sie das Bild bitte löschen? Ist das in Ordnung? Oder hast du Gedankengänge, die mir entgehen? Ich überlege gerade, ob ich das Bild selber habe, damit wir vielleicht mal irgendwann mal ein Ass im Ärmel haben können. Das löschen. Das habe ich Lupa gesagt, dass das nicht der Fall ist, aber ich sag mal so, ja, es wäre schon ein Ass im Ärmel, aber wir wollen halt gute Geschäfte mit Lupa machen und gute Geschäfte verlaufen immer auf Vertrauen natürlich auch, ne? Ja, das stimmt. Aber Lupa hat letztens eine Sache gesagt, die mir ab und zu Sorgen bereitet. Lupa ist ein sehr, sehr starker Sympathisant der BVB. Das hat er auch selber gesagt. Und eigentlich dachte ich eher, dass wir dieses Bild nicht als Ass, sondern eher als Schutz verwenden. Was willst du, Loco? Was sollen wir machen, die Jungs? Wir fahren jetzt zum Sinaloa. Macht schon mal die Autos fertig. Sinaloa? Okay. Ja, unter dem Aspekt für die Familie ist das Foto von Interesse. Wir müssen es ja niemanden wissen lassen. Das kann ja unter uns bleiben. Nur wir beide. Okay, gut. Dann müssen wir Lupa abholen, dann fahren wir zu den Sinaloa. Alles klar. Gut. Oh, scheiße, Mierda. Ich wollte schauen, ob die Motor aber fest ist. Mann, ey. Jo! Karre. Dankeschön. Wo ist Lupa? Da ist er doch. Da oben steht an der Wand. Ja, oh, moin. Lupa, steig ein. Olaf, Mr. Bitcoin, ich muss euch noch was sagen. Was? Also, mein zweiter Gedanke war erst ihr. Was? Ich hab einen Dispatch vorher an die Polizei gesendet, weil ich mir dachte, wenn ich mit offenen Karten spiele, ist das besser für mich. Also, wenn die auf mich zukommen, werde ich sagen, ich war auf Droge oder so. Was hast du der Polizei gesendet? Cardano und Sinaloa haben Hort erschossen und mich gezwungen, auf ihn zu zielen und davon ein Foto gemacht. Moment, das könnte sehr negativ für uns ausfallen, Bitcoin. Ja, ich kann sagen, ich war auf Droge. Nein, das spielt keine Rolle. Es gibt ja keine Zeugen, die haben ihn auch nicht angenommen, die sind nicht gekommen. Die Polizei könnte aber jederzeit da eintrudeln. Bei Sinaloa meinst du? Richtig, und wenn wir jetzt mit dem, der dabei war, auf der Rückfahrbank da antrudeln... Das stimmt. Das macht nicht so einen guten Eindruck. Das stimmt. Ich werde mal kurz einen Anruf machen. Mit wem hast du geredet von den Sinaloa, Lupa? Naja, Cardano. Ich hatte mit der Sache gar nichts zu tun. Hort wollte
wollte zu denen und ich war mit dem auf Probefahrt. Und da ich Cardano sowieso noch Kohle schulde, weil ich seine Yacht gekauft habe, habe ich gesagt, ich fahre da gleich mit. So, dann haben die rausbekommen, dass Hort für die Polizei immer noch arbeitet und ein Spitzel ist und versucht, in die Familien reinzukommen. Und ja, dann haben sie gesagt, wenn du kein Spitzel bist, dann bring Lupe um. Dann hat er geschrien für Frodo und ist mit der Machete auf die losgegangen. Und dann haben sie ihn weggemacht. Und dann haben sie mich gezwungen, drauf zu zielen und ja, ein also, Foto gemacht, damit sie ein Druckmittel gegen mich haben. Durch den Dispatch hat sich das Spiel geändert. Ja, definitiv. Vor allem, weil auch gerade haben die Bundeswehr, haben wir mit denen geredet. Die wissen, wer wir sind. Und dass wir auf einmal im Autohaus sind. Okay, wie soll ich mich verhalten? Sea Litecoin. Sind die dort? Oh, Cardano ist da. Okay, hör zu. Nimm die Sinaloa und fahr zum EKZ. Wir kommen jetzt zum EKZ. Geht weg von deren Anwesen. Sofort. Bis gleich. Also wir müssen vom Sinaloa-Kartell mit offenen Karten spielen, dass du, Lupa, ein Dispatch gesendet hast. Müssen wir definitiv. Ja, ja, hundertprozentig. Nochmal, was? Das ist so laut. Wir müssen dem sagen, dass du ein Dispatch gesendet hast, du Koksnase. Wir klären das gleich mit denen. Es ist ja, sehr Cardano gut, wenn ihr Cardano erklärt, dass wir Geschäftspartner sind. Hola, hola. Ja. Hola, Chico. Hola, Cardano. Hermanos, alles klar? Hallo. Schön, natürlich, bei euch. Ah, sehr gut. Wie, Chico, kampfbereit? Kampfbereit, immer. Ja, die Herren sind auf Krawall gebürstet heute. Ich habe Chico sehr selten mit Schuhen gesehen. Hermanos, und zwar geht es um dieses Anliegen bezüglich Lupa. Lupas Autohaus untersteht den Schutz der Kalis, Hermanos. Und ich weiß nicht, was für Diskrepanzen ihr habt, aber wir würden die gerne jetzt klären. Doch, in ehrlich, wir haben keinerlei Diskrepanzen mit Lupa. Wir haben mit ihm ein kleines Foto gemacht, ich glaube, das hat er Ihnen schon erzählt. Aha. Und dieses Foto ist nützlich, weil er in der Mine, als wir einen anderen Disput klären wollten, große Töne gespuckt hat und meinte, und wegen ihr, ich hab halt ein anderes Business und da werdet ihr auf keinen Fall Kunde. Und irgendwie zu unserer Absicherung, für unsere Zukunft, haben wir so ein Bild einfach gerne dahinter. Cardano, kannst du mir mal das Foto schicken? Ich möchte gerne sehen, was genau drauf zu sehen ist. Lupa, willst du, dass ich es Mr. Bitcoin schicke? Ich vertraue Mr. Bitcoin. Dann. Das ist ein geschätzter Freund und Geschäftspartner von mir. Okay, so, dann natürlich machen wir das doch. Naja, Lupa, das Foto bleibt natürlich auch bei uns. Naja, da bin ich mir sicher. Natürlich. Solange deine Hände bei dir bleiben, natürlich. Das Problem ist einfach, dass wir hier mit der Intention hingekommen sind, dass wir das Problem hier klären und ihr das Foto vor unseren Augen löscht. Oh. Das ist viel verlangt. Foto wird... Ich sag dir so viel. Wird auf keinen Fall gelöscht. Das Foto ist eine Absicherung für alles, was Luper in der Mine gesagt hat, was in die Zukunft gegen uns gehen sollte. Das ist keine Sache, die mit einem Auto oder sonst irgendwas haben. Also so viel habe ich gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mir heute keine Geschäfte mehr mache. Manchmal ist es gar nicht wichtig, wie viel man sagt, sondern wie viel man mitbekommt, Lupa. Große Worte werden. Was ihr da mit dem am Laufen habt, interessiert mich nicht die Bohne. Also, das große Problem ist, wir arbeiten mit Lupa zusammen und investieren unsere Zeit, unser Geld und... So. Sehr viel andere Sachen in Lupa. Sie? Das Problem ist, wenn ihr das Bild die ganze Zeit habt, haben wir auch die ganze Zeit das Gefühl, dass unsere Existenz bzw. das Geld und die Zeit, die wir investiert haben, verschwinden können. Okay, aber ich denke, unsere Familie ist kennt sich lange genug, oder? Das stimmt, es gibt für uns keinen Grund, solange Lupa seinen Mund hält. Sein Mund worüber hält, Lupa? Was sollst du verschweigen? Ich denke, die Sache mit Worten, was mich aber wirklich nicht im geringsten juckt. Pardon. Alles Sie gut. Brauchen doch kein Bild, um Lupa wie ein Hündchen an der Leine zu halten. Ich bitte. Sie wären der Erste, der mit so einem natürlich. Bild sonst was anstellen würde. Aha. Ja, und Sie wissen ganz genau, dass wenn man mit uns zusammenarbeitet, dass man auch auf uns hört. Lupa wird euch keinen Schaden zukommen lassen. Ja. Ja. Bis dahin behalten wir das Bild und es wird nichts passieren. Ganz einfache Sache. Wir wissen natürlich auch, dass wenn Lupa wieder, schlecht geschissen hat und auf einmal nicht mehr mit euch zusammenarbeiten will, dass er sehr eklig werden kann. Er ist wie ein Chamäleon. Er wechselt die Farben. Ich denke, das wisst ihr genauso gut wie wir auch. Nicht und mehr. Wir geben euch unser Wort, solange Lupa nichts versucht gegen uns zu tun, werden wir auch nichts tun. Also vielleicht habe ich ja nur nicht die passende Farbe gefunden gehabt. Braun unterstreicht unheimlich gut meine Augen. Naja, vorhin hast du mir noch erzählt, dass du gewisse Sachen Untergrund machen wirst. Mhm. Und du mich und meine Familie gerne dabei hättest. Jetzt steht aber Mr. Bitcoin hier und sagt, dass du auf einmal auf nein, von... Das verstehst du falsch. Und jetzt lässt du mir die Worte im Mund auf. Ich habe zu dir gesagt... Du kommst ein bisschen ins Schwitzen, sieh. Nein, ich schwitze überhaupt nicht. Ich habe zu dir gesagt und korrigiere, wenn ich falsch sage. Ich habe zu dir gesagt, da wird es eine Kundenliste geben. Und wenn du darauf bestehst, dann werdet ihr okay. Halt da ganz lass mir dieses sinnlose Gerede, Hermanos. Zwei Punkte. Erster Punkt, ich habe das Bild gerade gesehen, vernommen und gelöscht. Ich brauche kein Bild, um jemanden zu überführen. Hermanos, Chico und Cardano, wir arbeiten jetzt lang genug zusammen, um zu sagen, wir respektieren. Und ich vertraue euch und ihr vertraut mir. Ich habe euch anvertraut, Hermanos, dass ihr auf meiner Route arbeiten könnt. Ich bitte euch jetzt um einen Gefallen.
dass ihr dieses Bild löscht und mir vertraut. Sollte sich herausstellen, dass Lupa irgendwas gegen euch macht, versichere ich dir, nehme ich ihn in den Schutz von Autohaus weg und werde jeden Tag seine ganzen Autos verbrennen. Okay, also, dann kürzen wir das Ganze ab. Mr. Bitcoin, versicherst du uns, dass, wenn was passiert, Lupa nie wieder einen ordentlichen Fuß in die Stadt bekommt? Da musst du gar nichts für sich sein. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen. Gut. Ganz einfache Sache. Aber sie, weil ich auch hier gerade in dieser Art bürge, definitiv, Hermano. Definitiv. Okay. Herr Bitcoin, Sie wissen, dass ich Sie sitze, aber wenn das hier nach hinten losgeht, dann verlieren Sie nicht nur Ihr Gesicht, sondern auch den Ruf bei mir. Und ich sage Ihnen ehrlich, diesen Ruf, den Sie bei mir haben, haben wenige in dieser Stadt. Das weiß ich zu schätzen, cool. Chico. Und das beruht sich auf Gegenseitigkeit. Ich höre schon mal das Auto. Das Auto sieht einfach so kaputt aus mir. Aber bleib sitzen vorne, Hermano. Alles ist eingeschlafen, Loco. Komm her jetzt. Ich muss mit Bitcoin erstmal reden. Was ist hier denn los, Mierda? Ja, wir waren gerade in verschiedenen Autos. Alles gut, hat doch jetzt geklappt. Also, Gott sei Dank habe ich nicht weitergeredet. Das Einzige, wie wir das hinbekommen, dass die Polizei keine Razzia morgen macht, weil wenn die das machen, wäre es essentiell, also wäre es sehr schlecht für uns, ist, dass Lupa wirklich gleich da besoffen reintrudelt und sagt, er hat Koks genommen und Alkohol und er ist unzurechnungsfähig und nicht Herr seiner Sinne und dass sie ihn für ein paar Stunden einsperren. Definitiv. Gut. Definitiv. Er muss also, wir wollen auch unzurechnungsfähig sich selbst belasten. Er muss sich selbst belasten, das ist wichtig. Richtig. Lupa, komm mal her hier, du Pflaumpflücker. Aua. So, ich werde dich jetzt, dreh dich um. Wieso? Der Plan ist... Ich habe extra mir einen angezwiebelt. Ja, ja, das ist auch gut so. Soll ich noch einen zwiebeln? Nee, nee, alles gut. Wir werden sagen, dass du viel Alkohol getrunken hast, uns angerufen hast, Scheiße erzählt hast, keine Ahnung, Feuerwehr. Ja, aber dann lass mich, noch Loco. Ein, zwei heben, sonst bin ich gleich wieder nüchtern. Machen wir die nochmal kurz ab? Ja, selbstverständlich, Digga. Wo ist das besser? Ich will 10 nackte Friseusen mit richtig feuchten... man muss Haare singen. Oh, ey, Baby, was bist du denn für lecker? Okay, ey, warte, falsche Richtung. Hallo, ich will's verhalten. Hey, Schnuckelchen, ey, warte mal. Zeig mal deine Füße. Hallo. Du, mich juckt's am Jau. Hallo. Was, ich will da nicht rein. Ich hab alles gesehen, die UFOs sind gekommen und dann haben die... Hallo. Hallo. Wir brauchen Hilfe. Ja, genau, ich hab Stuhlgang gehabt in meiner Hose. Ich hab Aliens. I'm in love with an alien. I'm in love with a ride. I'm in love with an alien. Können Sie das können wir gleich beantworten. Zicke, zacke, zicke, zacke. Ihr müsst heu, heu, heu sagen, flachpfeifen. Können Sie denn in die Zelle bitte tun? Das ist mein Gärtner, Mr. Bitcrunch. Den habe ich mitgebracht. Der macht du hältst jetzt die Schnauze. Ist das Lupa oder was? Oh, ja. Jawohl, Sir, Mr. Olaf Schaf, Sir. Pass Lupa, auf, den hast du gesoffen. Das wird gar ein Schnäpperchen. Ein kleiner Unterberg. Ein Verdauungsschnäpper. Also der, guck mal Breitenberg an. Schnauze jetzt! Für einen komischen Schal hat. Aua! Oh. Also ich würde den in die Ausnüchterungszelle bringen. Bitte in die Ausnüchterungszelle, sofort. Ich glaube, Isolationshaft verbessert. Oh, jetzt hören Sie zu. Ich hab gepinkelt. Oh, der hat ganz viel gesoffen. Der hat ganz viel gesoffen heute. Oh Gott, und hat uns so belästigt. Eklig. Hat ADAC gerufen, obwohl er nichts hat. Hat Dispatches an die Polizei gesendet, obwohl nichts passiert ist. Los, Mr. Bitcoin, sag's ihm. Kann er sein, dass er sich auch in die Hose geschissen hat? Ich hab. Ja, nee, der stinkt immer so nach Scheiße. Ich bin 12er von Kalikatel. Der hat zu viel getrunken. Also der muss in die Ausdrucksstelle. Eben gerade waren Sie beim Sinaloa. Jetzt Ich bin auch 12er von Sinaloa. Ich bin 12er von allen. Ich bin der ultimative 12er. Ich bin so müde. Oh, deine Füße riechen geil. Lass mich mal dran lecken. Lass mich schon mal dran lecken. Können Sie die Schuhe... Also es gibt hier so einen Rekord in Dortmund, dass man die Schuhe schnell aus- und anziehen kann. Mach mal. Wann beginnt der Countdown? Ich zähle bei drei. Eins, zwei, drei. Müssen wir uns den ganzen Tag schon anhören, seitdem er diesen scheiß Dispatch gemacht hat. Mr. Kali, Mr. An- und Auszimmern, ich hätte Interesse. Kommen Sie mal bitte mit uns, Hermanos. Kann ich Probewoche haben? Polizia, kümmert euch mal um diesen Besoffenen. Wollen wir mal hier in die Ecke gehen? Ich hab Kali Probewoche, ich muss jetzt los. Der labert Scheiße. Es gibt keine Probewochen. Olaf, vielleicht erklärst du es ihm. Also es ist relativ... Ich bin Probewoche. Relativ simpel. Schick
Alter, mal weg da hinten, Mörder! Ich hab mich hochgeschossen. Der hat heute den ganzen Tag gesoffen. Ich weiß nicht, ob er Frust hat oder nicht. Der hat ganz viel gesoffen, hat viele Leute, die wir kennen, die uns kennen, belästigt, komische Nachrichten geschickt, hat gesagt, er ist bei uns im Kartell, dann hat er gesagt, er ist beim Sinaloa und. Und der grüne Abschluss war wohl, dass er irgendwelche Dispatches geschickt hat an den ADAC, wohl auch an die Polizei, dass er irgendwelche Leute getötet hat, dass er Leute töten will und. Also ganz fürchterlich. Und da Lupa ein Freund von uns ist, haben wir ihn jetzt eingepackt und hierher gebracht, weil er den ganzen, der ist eine Gefahr in Dortmund gerade. Und wir wollen sie freundlichst darum bitten, ihn ein bisschen ausnüchtern zu lassen, dass er wieder zum klaren Verstand kommt. Und das, was er irgendwie abgeschickt hat, egal ob an den ADAC oder ans Krankenhaus oder auch hier an die Polizei, nicht zu beachten, denn der hat so viel Alkoholintus, also der hat wirklich 3-4 Flaschen gesoffen, ganz fürchterlich. Was hat er noch für Dispatches geschrieben? Was ist mit Sinaloa? Das habe ich nicht verstanden. Ja. Sorry. Das ist ganz einfach zu erklären. Wir saßen alle zusammen, wir, Sinaloa. Wer war noch dabei? Ja. Lupa, da hat er sich besoffen, Hermano Sisi. Und hat die ganze Zeit irgendein Lied über Sinaloa gesungen und so weiter. Ja. Und er hat mir eine SMS geschrieben. Moment, ich kann sie mal vorlesen. So. Hilfe, Sinaloa ist in meinem After, ganz tief drinnen. Bitte, Mr. Bitcoin, zieh sie raus. Ja, ja. Keine Ahnung, was er damit meint. Mir hat er eine SMS geschrieben, kannst du bitte klären, dass Bitcoin mit mir 69er macht? Ich habe einen harten. Er hat noch eine SMS geschrieben, Moment. Da tun sich ja Abgründe auf, mir wird es auch ein bisschen schlecht. Ja. Ah, hier. Ach ja, und ganz vergessen, hatte gestern den After von Olaf Schaf in meinem Mund. Okay, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also mir hat er auch eine geschrieben, Olaf, kannst du mir das bestätigen? Dass Mr. Bitcoin sein Penis wirklich so klein ist. Wenn hier schon die Beichtrunde ist, dann könnte ich auch was beichten. Was denn? Gehen Sie den Polizist zu Ihrer Linken? Ja. Oder habe ich gestern gefickt? Du. Ja. Okay. Gut, stecken Sie ihn einfach in die Zelle. Also Lupa gehört wirklich Hermanos erstmal eingebucht. Ernüchterungszelle. Ich würde jetzt theoretisch in die Wege leiten, das ist ein Freund von Ihnen. Da, hey! Wollte ich nicht genau. Hey. Bleib mal stehen hier. Ja. Achso, Entschuldigung. Sie haben mich an jemanden... Das habe ich mich auch gerade gedacht. Nee, alles gut. An Lupa. Entschuldigung. Schon in den Zellen wird betreut, Alkoholtest ist unterwegs. Dankeschön, super, schönen Abend, ne? Ja, erstmal hier. Ebenso, ciao. Ciao. Oh, alles sorry. Mal. Entschuldigung. Ey, warte mal. Bleib mal stehen. Willst du dich schon mal aufwärmen, ha? Ja? Ja. Willst du die Finger immer noch oben lassen? Ich lass die Finger oben. Bist du dir sicher? Ich bin mir ganz sicher, mein Freund. Komm mir nicht so nah. Du hast zuerst geschlagen. Sag mal, was soll denn? Ja, gewöhn dich schon mal dran. Samstag wird's genauso laufen. Ich habe noch mal eine Frage, ganz kurz. Ja? Können Sie mir zufällig 11.000 leihen? Wofür denn? Ich habe da so ein paar Wettschulden. Kriegen wir hin. 11.000 werden leicht. Na ja, alles kein gut. Kein Problem. Dicke Karre. Ich muss tanken. Haben Sie das mit der Razzia mitgekriegt? Hey! Oh, was ist das? Hallo? Ja, der Wagen fährt von alleine, weil kein Sprit. Steig ein, Bitcoin! Der fährt von alleine, steig schnell ein! Wenn ich hey! Warten Sie, kein Gas mehr geben. Stopp. Ich erkläre Ihnen den Trick. Nein. Wir müssen gleich anhalten und dann rückwärts fahren. Oh, Entschuldigung, Mr. Bitcoin. Nein. Nein. Bitte nicht. Wir haben gerade eine Razzia. Und Sie haben Mr. Bitcoin. Oh mein Gott. Nein. Ich hab ja auch Kopfschmerzen, Mann. Oh. Bitcoin, stehen Sie auf. Oh. Nee, der kann leider nicht aufstehen. Ah, verarscht. Ich bin noch am Leben. Okay, doch nicht. Hey. Ja, okay, danke. Nein, alles cool. Ciao, Tessa, danke. So, alles gut. Warum bist du aus der Zelle? Ja, mir geht's wieder gut. Ich hab gereiert, was gegessen. Dann haben die mich boosten lassen und gesagt, okay, darf's gehen. Okay. Booster Medic! Dispatch geschickt. Ja. Oh, endlich. Jo, Wischmob! Ich vertraue in Ihre Fähigkeiten, Wischmob. Sangre por sangre, Blutrache, viva la cartel! Ich will so eine braune Hose. Gib mir so eine braune Hose, Breitenberg. Au, Entschuldigung, ja, okay, unpassend. Ja, guck mal, wie friedlich Mr. Bitcoin aussieht. Rauch dir mal einen Joint rein, dein Kokstrip setzt wieder ein. Irgendwie süß, sonst könnte keinem was tun. Ich will ihn streicheln, darf ich? Übertreib jetzt nicht, Junge. Okay, Entschuldigung, aber wenn er schläft, ist eigentlich ganz süß. Mr. Bitcoin. Hola. Mir geht's hin. Ich hab keine Schere. Ah, mir geht's sehr besser gut. Besser als ihn. Komm, ich fahr, der beste Fahrer muss fahren. Nee. Alles klar, ich bin Beifahrer. Wohin? Hier, ach, wir müssen tanken! Ach. Ey, warte! Oh nein! Und dann geh weg! Raus! Okay, kommen Sie. Um ein Essen in Köln. Ein Quiz. Hermano, ich kann nur da. Oh, festhalten! Oh, no. Ey! Was denn? Lebt ihr noch? Ich bin noch da. Alles gut, okay.
Ich melde mich ab. Ich habe morgen früh außerhalb von Dortmund einen Zahnarzttermin. Schon wieder? Ja, ja. War auch wieder geiles, geiler RP gerade. Geiles RP. Wiederschauen und reingehauen. Kuss.